Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play. Das Kaninchen mit dabei ist Fironia. Hallo. Und nachdem wir eine gute Tat getan haben beim letzten Mal, können wir ein bisschen uns die Stadt Mirelda, Mirelda oder so angucken. Mirelda? Ich soll ein Katzenluchs reiten? Ja, das ist hier eine Weltküste. Ein Kaiserluchs. Ja, ein Katzenluchs, das ist wie so ein weißer Schimmel, ne? Und wo und wer und wie ist ein Katzenluchs und was kann er? Oh Gott, also das ist eine Weltquest und der ist ein Reittier hier. Okay. Ich glaube, die waren hier drüben. Also wir sind jetzt ja auf der anderen Seite der Stadt, glaube ich. Warte mal. Nee, wenn du links abfliegst, hier durch dieses Gebäude. Ich finde übrigens die Architektur extrem geil. Also, gefällt mir richtig gut. Ah, hier vorne, dieser, ja, genau. Ja, das ist. Kasper. Der Geist? Ja, nee, nicht Kasper, Kasper. Hüpf! Und jetzt? Warte! Ah. Genau, du musst den Balken unten rechts voll machen. Wie? Du musst aufpassen, du musst durch Futter laufen. Das okay. Liegt immer auf dem Boden. Du musst aber auch aufpassen vor Gebüsch. Das ist Katzenminze und da schläft dir dein Luchs erstmal 15 Minuten ein und musst du wieder von vorne anfangen. Das heißt, du musst einfach. Ich dachte, ich muss nur reiten. Ja, aber kreuz und quer. Du musst einen Balken voll kriegen. Durch die Stadt reiten? Genau, da liegt überall so Fleisch rum. Und das musst du aufsammeln. Das hier Knirscher, Streuner. Den kann ich nicht essen. Nein, Fleischbrocken. Da rechts liegt es. Also, ich meine, ja, also. Ich, ganz, ganz genau formuliert. Also du könntest ihn schon essen. Fleischbrocken. Aber es ist ja ein laufender Fleischbrocken. Süß. Das ist eine von den Weltquests. Also das Süße bei den Weltquests, es ist halt nicht immer nur Dinge töten und vermöbeln, sondern es ist total häufig auch so eine Fluffgeschichte, weil hier, das ist ja jetzt ja gerade ein bisschen mehr Fluff, ne? Mit einer Katze durch die Gegend toben und Fleischbrocken füttern. Es sind teilweise auch Quests, die man ursprünglich mal gemacht hat, die dann nochmal wiederkehren als Weltquest, so als kleiner Reminder zum Beispiel. Und man wird immer mit entsprechenden Items belohnt. So, jetzt haben wir es natürlich kreuz und quer verteilt, ne? Ja, ich fliege wieder zurück zu der Hauptquest. Ja, wo ist die denn? Ja. Gasthaus? Gasthaus. Treffen wir uns am Gasthaus? Okay. Am Gasthaus. Okay, okay. Hier ist wohl irgendwas. Können wir bitte nochmal ganz... Können wir bitte nochmal... Wir wollten uns beim Gasthaus treffen. Ja. Für die Alchemisten. Deswegen hast du eine Flasche. Korrekt. So, können wir uns jetzt bitte mal eine Sekunde hier hinstellen? Okay, sorry. Ja. So. Kurz durchatmen. Wir sollen ja jetzt hier Pause machen. Wir sollen runterkommen. Wir haben hart gekämpft. Ja, wir hatten schon den kleinen Ausflug mit dem Fisch dazwischen. Aber können wir mal kurz appreciaten, wie schön die Architektur ist? Das können wir machen. Also jetzt wirklich mal, guck dir das mal an, wie schön diese Stadt gebaut ist. Ich liebe das ja, dass die diese Durchgänge hat, dass dann, ich weiß nicht, es hat bestimmt irgendeinen Namen, also die architekturaffinen Leute unter euch werden das wissen, aber das hat doch bestimmt einen Namen, dass da so ein Durchgang ist unter diesem Haus und das hier so mehrfach auftaucht. Bogen. Ohne dass halt eine wirklich vollständige Stadtmauer da ist. Also ich finde es echt schön. Und das ist ein bisschen das Problem, finde ich, an der Horde. Ne? Ich bin ja immer für die Horde. Ja. Aber die Architektur der Allianz ist schon schöner, muss man sagen. Außer bei den Elfen. Ja, ich bin genau. Bei den Elfen da würde ich sagen, Silbermund ist zwar total unübersichtlich, aber schon sehr schön, das muss man sagen. Aber ansonsten, so wenn es um die normalen Städte geht, ist halt schon die Orks und Trolle und die haben halt hässliche Städte. Ja, halt oder alles halt nur dieses so Camp-Lager-Feeling, weißt halt du, dieses... Dürfer. Ja, wir sind da mal ganz kurz mit Leder und Knochen und dann gehen wir auch gleich wieder, wenn wir alles besiegt haben. Ja, ich möchte noch kurz einwerfen, ich bin ein Zandalari-Troll. Zandala ist eine riesige aztekische Pyramide komplett mit Gold, also das ist auch schon ein bisschen cool. Was ist das? Und die Nachtelfen, die man auch spielen kann, heißen die Nachtelfen? Ja, ich glaube, das sind die Nachtelfen, Nachtgeborenen. In Suramar. Suramar hast du gesehen, Suramar ist auch sehr schön. Ist halt Elfen aber, ne? Okay, wir haben Ich weiß, frag mich nicht, es heißt Prüfung des brennenden Lichts.
Ich weiß nicht, es passiert nichts. Irgendwas muss doch aber hier passieren. Ich weiß es auch nicht. Aber du verstehst meine Irritation, ne? Wie oft muss man hier wohl drüber springen, um das hinzukriegen? Um da garantiert einen Erfolg. Wenn wir das hier machen die ganze Zeit, meinst du, kommen Spieler und hüpfen auch mit? Das wäre lustig. Gibt's eine Folge? Hast du was gefunden? Ich hab noch nichts gefunden. Ja, guck, guck! WoW-Spiele sind so verrückt. Ich lieb's. Aber ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe auch keine Ahnung. Oh, schon ein bisschen lustig. Okidoki. So, zurück zum Eigentlichen. Wir müssen ins Gasthaus. Ein bisschen Entspannung. Genau, ins Gasthaus hinein. Oh, da sitzen sie schon am Tisch. Oh, es gibt Bier. Könnt ihr uns eine Runde Getränke bestellen? Okay. Schönen guten Tag. Wir sind gefaced. Wählt euer Geld. Sind wir? Ich sehe dich nicht mehr. Oh. Ja, es ist deine eigene Phase. Schön, euch kennenzulernen. Ihr seid also der Fremdling, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich würde gerne eine Runde ausgeben. Eine Runde Getränke. Genau. Was ist mit dem Schankfass? Spendet an Taverne. Oh! Ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach... Habe ich was verloren? Nö. Ich habe einfach 10 Münzen bekommen. Ganz genau, denn zurzeit läuft noch das Braufest-Event. Und diese kleinen Festchen sind kreuz und quer in Kassalger in Tavernen verteilt. Ihr könnt also auch durch die Gegend düsen und einfach nur an die Tavernen spenden, um eure Braufestmarken zusammenzusammeln. Dafür brauchen wir doch einige. Ja. Mindestens die, um Mitglied bei der Bier des Monats e.V. zu werden. Ganz genau, oder den Wolpertinger. Und den Wolpertinger. Und den Wolpertinger, genau. So, okay, wir können das Bier geben. Bier hinstellen. Lustig, das ist ja witzig. Genau das. Das ist wieder eingefaced. Creepy, so. Die Fasse entstehen einfach. Oh mein Gott, ich setze mich mit hin. So, schönen guten Tag. Wir haben nicht mal Alkohol getrunken. Ich kann das Ferien, aber ich kann Ferien vorlesen. Lesen Sie vor. Irgendwann müsst ihr auch mal den Wein unseres Reiches probieren. Er wird aus Trauben aus dem Priorat gemacht und mit der heiligen Flamme erhitzt. Wir trinken ihn nur zu besonderen Anlässen. Also wenn ich ihn nur koste, werden Erinnerungen an schöne Zeiten wach. Oh. Die Bastion von Heilsturz. Trotz allem. In dieser Stadt gibt es viel zu sehen. Grund zur Freude. Wir tragen die Flamme. Es war gut, sich eine Weile hinsetzen und durchatmen zu können. Quest beenden. In meinem Herzen. Okay, Aleria. Was habt ihr erfahren? Ihr bemerkt, wie Aleria aufmerksam verfolgt, wer das Gasthaus betritt und verlässt. Alle von ihnen könnten zum Orden der Nacht gehören und alle könnten die Informationen haben, die ich brauche. Nachtwache. Ich versage nicht. Xalatat nutzt den Orden der Nacht für ihre Laune. Ich habe gehört, wie sich einige Arati über eine neue Propagandawelle beschwert haben, die in der Gegend von Merelda aufgekommen ist. Findet heraus, was ihr könnt und meldet euch damit bei Generalin Stahlstoß. Ich komme so schnell wie möglich nach. Wir müssen sie von der Dringlichkeit dieser Bedrohung überzeugen. Sammelt 8 Exemplare Propaganda des Ordens der Nacht. Sie werden nicht. Ich wollte mich doch hinsetzen und ein bisschen entspannen. Oh, Android, wir müssen reden. Okay. Natürlich. Ich muss wegen meiner Prothesen sowieso zu Rain. Treffen wir uns später. Prothesen? Ich weiß nicht, wie du Zen. Eigentlich nur eine und ihr Auge hat halt verloren, gedacht. Hat sie gesagt. Aber das ist ja noch kein. Oh, hier ist ein geheiligter Mörsel und ist das da? Bist du da? Kann ich dich einsammeln? Was ist das? Was ist das? Das ist bestimmt für Alchemisten. Ja. Wo läufst du denn schon wieder rum? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Erkundungsninchen. Du bist Erkundungsninchen, aber ich guck mal. Man kann ja auch kein Gespräch triggern, weil Aleria hat ja eigentlich gesagt, dass sie mit Anduin reden will, aber irgendwie. Oh, man kann auch mal einen Dialog mit Anduin. Du in dem Kinderheim rum und hast Spielzeug. Hier ist noch ein Dialog mit Anduin, der die Story von ihm weiter vorantreibt. Ich mach das sofort. Primär bin ich auf der Suche nach geheiligten Mörseln und Stöße. Und
Und es führte mich in eine Halle mit Spielzeug. Okay, ich komme erstmal wieder zurück. Ich kann das später noch suchen. Sorry. Ich kann es auch vorlesen und du kannst weiter suchen. Also so geht's ja, machen auch. Wir das so. Lesen Sie vor das und ich, halt ich nur, suche. Das ist halt nur Story, ne? Dialog mit Anduin. Anduin starrt gedankenverloren auf sein Getränk. Wir können ihn fragen, was beschäftigt euch? Und dann antwortet er, Anduin sieht zu euch hinüber. Also das hat er nicht geantwortet, das waren so mehr oder weniger diese Regieanweisungen, die ich schlecht umsetzen kann, weil ihr mich ja nicht sehen könnt. Und Anduin sagt, ihr wart hier unten so hilfsbereit wie immer. Wie bringt ihr das fertig? Seit den Ereignissen in den Schatten landen, kämpfe ich innerlich mit mir selber. Und wir antworten darauf, das wart nicht ihr selbst. Er hatte ja keinen Einfluss darauf, was er getan hat. Und er sagt, es fühlte sich an wie ich. Ich erinnere mich an den Zorn, an den Hass, ich erinnere mich an den Rausch, die Befriedigung gar. Waren es meine Empfindungen oder seine? Ich weiß es nicht, aber ich spürte sie. In meinen Albträumen spüre ich sie noch immer. Anduin seufzt. Vielleicht hat Ferin recht, vielleicht sollte ich loslassen, aber ich verstehe noch immer nicht, wie. Wie soll ich einfach entscheiden, dass mich die Erinnerungen nicht mehr plagen? Vielleicht bedeutet es einfach, dass ich vorausblicken muss. Und somit endet der Dialog. Ich finde das ist wirklich schön, um die Story weiterzuentwickeln. Vor allen Dingen, er sitzt halt hier random an dem Tisch, starrt in sein Bier und ja, du hast sie gefunden! Er war so gut versteckt! Starrt in sein Bier und sinnt über die Worte nach. Sehr schön. Okay. Das finde ich wirklich schön. Ja. Wir müssen Propaganda finden und Anduin und Aleria auf der Mauer und Ferien im Arsenal. Ich Gibt würde es denn gerne. Jetzt noch Quests, die wir unbedingt machen müssen? Die hier, wo ich bin. Die da, wo du bist. Du bist. Rechts, links hier. Natürlich. Hello, ja, rechts, links, überall. Immer das Gegenteil von dem machen, was ich sage. Okay, tschüss. Okay. Alyssa Bogenlohe. Warum sind das alles Frauen oder Mädchen? Was ist das? Wow, ihr seht wirklich stark aus. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Meine Eltern wurden von den gemeinen Kobolds getötet. Als ich hier hingeflogen bin, musste ich meinen geliebten Teddybären zurücklassen. Könnt ihr ihn für mich holen? Holt Alysas vielgeliebten Teddybär aus dem lauernden Strudel in Heilsturz. Das müssen wir machen. Wir müssen, also sorry, das ist halt, weißt du, Nebenquest, ja und so, aber... Aber sie muss ihren Teddy bekommen. Ja, deswegen. Oh mein Gott, das ist voll schlimm. Ja, also deswegen. Jetzt wirklich mal, du hast deine Eltern verloren und dann ist auch noch der Teddy mit. Und so ein Plüschtier ist ja für Kinder in einem bestimmten Alter tatsächlich so wie so ein Verbündeter, wie so ein wirklich echter Freund. Ja. Und deswegen, das ist nicht einfach nur ein Stofftier. Genau, also müssen wir einen auch wenn es weiter weg ist. Okay, das heißt, wir retten jetzt einen Teddy und unterbrechen unseren entspannten Stadtbummel. Wir haben einen Fisch geholfen. Können wir auch einen Teddy helfen? Dann können wir auch einem Teddy gehelfen jetzt. Gehelfen. Wir als Gehelfen. Erhelfen des Lichts. Wo bist du hingeflogen? Du bist immer in den Strudel. In den Strudel, okay, warte. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Strudeln gemacht. Da stirbt man sehr häufig drin. Verstehe ich nicht. Außer in Apfelstrudeln. Oh, Apfelstrudel. Mit Vanille. Auch in Apfelstrudeln kannst du sterben. Na gut, wenn man sich reinsetzt. Mit Gesicht voran. Oh ja. Okidoki, wo bist du hier? Oder auch nicht? Ach, hier unten. Hallo. Hallo. Hier in dem Haus. Da ist der Teddy. Oh. Da ist der Teddy in der Kiste vermutlich. Oh Gott. Teddy in the Box? Guck mal, hier ist eine Tür. Teddy in the Box. Okay. Viel geliebter Teddy. Man kann ihn leider nicht angucken. Alyssa Bogenlohe sagt, okay, Alyssa, bald ist die Luft wieder rein. Du hast, was du brauchst. Jetzt heißt es nur noch abwarten. Sie redet mit sich selber. Also ich sehe die hier. Oh Gott, ich sehe sie auch hier. Und der Teddy ist, obwohl viel Liebe erfahren haben soll, sieht er aus wie neu. Ja, die steht hinter, die ist mitgekommen. Die ist ein Geist. Die ist tot. Oh mein Gott. Die ist auch gestorben. Aber da oben... Warum sind Monster so fies? Okay, ich lese mal, ne? Mist. Wie habt ihr mich gefunden? Ach, ist auch egal. Ich habe, was ich brauche.
Ihr könnt nun gehen. Den nächsten Teil muss ich alleine hinter mich bringen. Okay, wir helfen, oder? Auf jeden Fall. Oder wollen wir sie fragen, wie sie so schnell hierher gekommen ist? Können wir auch fragen, ja. Okay, wie bist du so schnell hierher gekommen? Na, ich habe mich auf euer Reittier geschlichen, was denn sonst? Ich muss los, muss ja ein paar Kobis töten. Ich habe keine Zeit, in irgendeinem Waisenhaus zu versauern. Oha. Was habt ihr hier vor? Quest. Ich werde euch helfen, die Kobis zu töten und die Sachen eurer Eltern. Ja, aber das ist ein neuer Text. Oh, ihr werdet nicht wie die anderen Erwachsenen sein, oder? Oh, Alisa, Kobis kann man nicht töten, die sind gefährlich. Diese Kobis haben meine Eltern getötet und ihre Sachen gestohlen, aber ich werde mich rächen und sie töten. Okay. Ja, wir helfen wir dir. Kobis. When the star shifts, get to Shota. Spricht die bei dir auch Englisch? Ja, when the star shifts, it's showtime. Und wir können ihr die Teddy schon mal geben. Ja. Anliegen einer Weise. Ich werde dafür sorgen, dass die Kobis es bereuen, jemals einen Fuß in dieses Land gesetzt zu haben. Gut. Ich schätze, ihr könnt gerne helfen kommen. Ihr seht wirklich groß und stark aus. Die ist ein bisschen gruselig. Oh mein Gott, die hat noch mehr Quest? Okay. Endlich eine Erwachsene, die mir dabei hilft, Rache zu üben. Lasst uns die Knochen der Kobis salzen. Lasst uns ihre Welt zu Asche brennen. Typische Worte einer Zehnjährigen. Absolut. Die noch total auf ihren Teddy steht, ne? Mhm. Ein Achtjährigen oder keine Ahnung wie alt. Ja. Strudel schlagen. Apfelstrudel. Ja. Die Kobis sind etwas größer, als ich gedacht hatte. Und ich habe möglicherweise, also ihr versteht doch, was ich meine. Also möglicherweise habe ich mehr Schwierigkeiten mit ihnen, als ich mir ausgemalt habe. Tötet jede blöde Fischfratze, die ihr seht. Tötet 10 Kobis. Okay. Und blutiges Erbe. Als die Kobis meine Eltern getötet haben, haben sie einige ihrer liebsten Dinge gestohlen. Nicht mich, selbstverständlich, sondern geliebte Gegenstände. Lasst uns danach Ausschau halten, während wir ein paar Kobis abmurksen. Erlangt die Gegenstände von Anisas Eltern. Typische Worte einer Achtjährigen. Niedliche Quest. Lass uns eine niedliche Quest machen, hat er gesagt. Das war nicht gewollt, das ist eine Kiste. Hey, bevor sie verschwindet. Oh no. Ich wusste es nicht. Ich weiß, dass es da diese Weekly-Dies oder was auch immer gibt, diese Weltquest, wo man mit Kindern spielen muss. Und das wusste ich nicht. Ich dachte, das beginnt da. Ja, sie ist übrigens tatsächlich kein Geist mehr. Also sie ist jetzt als normales Wesen, läuft sie hier mit mir rum. Wir haben ein Problem. Das heißt, die war höchstens ein kleiner Bug. Was ist denn das? Wir sind nicht allein. Nein, weil hier auch eine Weltquest ist. Das heißt, hier sind natürlich viele unterwegs. Und wer hat mir das vor der Nase weggesammelt? Wo bist denn du? Was hat er weggesammelt? Hier war irgendwas im Wasser und das hat er mir gerade weggesammelt. Ach so. Ich bin gerade auf dem Weg runter. Ich bin sehr gemütlich unterwegs. Ich habe mein Kind dabei. Hast du den Tod auch bekommen? Ja. Also hier ist gerade eine Weltquest, das heißt, hier sind natürlich einige Spieler auch dabei, die eben ihre Weltquests abfarmen. Das, was da im Wasser, siehst du das Helle da? Genau, weg ist es. Aber hier im Wasser ist irgendwas. Und hier ist eine Truhe, der Kobis. Truhe der Kobis. Ramponierter Helm. Meine Mutter hatte diesen Helm von meinem Großvater, sie sagte, dass er sie stets beschützen würde. Sie hat ihn auf, ich würde gerade sagen, wie lustig wäre es, wenn sie den jetzt aufhaben würde. Ja, das wäre sweet. Und sie hat ihn auf. Ja. Guck dir mal. Das sieht so lächerlich aus. Oh mein Gott, das ist von Skyrim Helm. Fußrodar. Fußrodar. Ich tagge mal einfach die Gegner an, damit wir da mitkriegen. Ja, alles gut. Das ist so süß. Mehr, tötet mehr. Jetzt seid ihr nicht mehr so hart. Was, Kobis? Mal gucken, was sie jetzt kriegt. Verbeulte Stiefel. Ah, das waren die Stiefel meiner Mutter. Sie waren aber nichts Besonderes. Oh. Hat sie jetzt auch Stiefelchen? Die könnt ihr haben. Ich kann sie den Kobis ja schlecht um die Ohren werfen, oder nicht? Dankeschön. Oh mein Gott, die ist so... Oh, die ist echt knuffig. Die ist schon ein bisschen knuffig. Die hier ist nochmal so ein Stein. Du wolltest so einen Stein. Ja, ich weiß nicht, was der bringt. Hier ist so ein Nachtflutkiesel. Was bringt der? I don't know. Take it. And what did happen? Ich habe,
Du hast einen Buff. Einen Buff eure bekommen. Angriffe und Fähigkeiten lassen gelegentlich einen wirbelnden Wasserblitz ausbrechen, der 35.000 Frostschaden verursacht. Ja, nice. Und das nimmt man gerne. It's a buff. Und das nimmt man gerne mit. Buff. Klar. Ich kann Buff gebrauchen. Und das stimmt. Hungernder Schlitzer. Hast du den da oben gepullt? Dann pull ich den hier unten. Also im besten Fall, wenn hier noch mehr Spieler werden, würden die Viecher auch wieder schneller respawnen. Sind aber halt nur so mittelfiele Spieler irgendwie da. I don't know. Ungeziefer? Frech. Ich glaube nicht, dass wir hier das Ungeziefer sind. Aber war es nicht so, dass die hier zuerst war? Ja, wir sind die Bösen. Weiß ich nicht. Ich meine, hier stehen Häuser von, oder standen Häuser von irgendwem, aber ich glaube schon, dass sie zuerst hier waren. Und guck mal, hier ist noch ein Kiesel, da kannst du dich auch buffen. Oh, Kiesel. Guck, was ich krieg. Auch das gleiche. Ah, okay. So, was und, was haben wir hier drin? Was haben diese dreckigen Fischvisagen mit dem Schwert meines Vaters gemacht? Guck mal, die hat jetzt ein riesiges Schwert. Das sieht so lustig aus. Also, er hat es immer scharf gehalten. Was für eine Schande. Ja, das ist so knuffig. Oh mein Gott, ich meine, die ist voll gefährlich, aber es ist so knuffig. Gefährlich. Ja. Wo sind denn diese... oh mein Gott, hier würde ich jetzt nicht unbedingt runterspringen. Gut. Warum nicht? Ja, weil hier in der Mitte der Strudel, der ist ganz schön tief. Just do it. Hab ich, aber hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist niemand. Also ich habe auf jeden Fall die nächste Truhe gefunden. Ich bin dem Weg gefolgt. Warte, ja, ich bin hier irgendwo random durch die Gegend geflogen. Hä? Hallo. Hallo. Also was ist hier drin? Ein prächtiges Schild. Oh, den müsst ihr vermutlich tragen. Ist etwas groß. Seid vorsichtig damit. Vater? Ja. Den hat mein Vater vor den vielen Renubern, Rubern beschützt. Okidoki. Quest abgeschlossen. Blutiges Erbe. Elendige Kobis, ich hasse sie. Warte. Gut gemacht. Ihr seid deutlich nützlicher als all die anderen Erwachsenen, die mir das ausreden wollten. Aber Lisa, die Kobis sind gefährlich. Da stirbst du doch. Dumme Erwachsene denken, sie wüssten alles besser. Seid ihr bereit, den Großen zu erledigen? Also ich bin bereit. Ich auch. Hinter uns sind welche gespawnt. Nice. Ah, der Bär pullt mit. Sehr gut. Ich pulle auch mal noch ein bisschen. Ja, mach das. Bärgestalt ist Tank. Das heißt, der kann das auch ab ein bisschen mehr zu pullen. Normalerweise, wir helfen ihm ja. Ne? Ja, die sterben eh gleich alle weg. Guck. Ja, wäre ein bisschen und fies. Und fertig. Wäre ein bisschen fies, ihn allein zu lassen. Ah, da vorne ist noch einer gespawnt. Ist noch einer. Niemand. Schimmerflosse. Musst du, warum, hast du doch genug, oder? Nee, wir haben... Ach, für die Quest haben wir genug. Ja, ja. Die Weltquest aber noch nicht. Okay, gut, das habe ich verwechselt. Ich sehe die Weltquest gar nicht, bin ich blöd. Ist im gelber Rand. Ach, die habe ich offensichtlich schon mal aus Versehen abgeschlossen. Ja, das kann sein. Okay, dann reden wir mit der Kleinen. Ihr habt viele von ihnen getötet. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ihr noch mehr töten würdet. Nur so am Rande. Wehe den Besiegten. Ah, die Zeit ist gekommen. Tötet ihren Anführer, salzt seine Knochen, reißt seinen Kopf ab und lacht, während sein Stamm zerfällt. Scharfschuppe hat keine Ahnung, dass er bald seinen letzten Atemzug machen wird. Dämliche Fischvisage. Typische Worte einer Achtjährigen. Tötet Scharfschuppe und bringt seinen Kopf zurück. Ja, okay. Bringt mir seinen Kopf, ich will mich am Tod meines Feindes ergötzen. Die ist so gut drauf, die Kleine. Ah, oh, können wir sie adoptieren? Ja, aber echt, ey. Obwohl, ganz ehrlich, die kann dann die anderen Kinder beschützen. Das stimmt. Außer sie ist schon tot. Ach, die ist doch noch nicht tot. Die ist tot, sie ist wütend, aber nicht tot. Okay, wir laufen in die falsche Richtung, ne? Wir müssen... Scharfschuppenkopf. Nach oben? Yes. Ah! Er ist schon tot. Er ist tot. Tot. Ich bin ein Fisch. Tot. Tot. So, we have to wait for the respawn. Okay. Ich habe hier so eine kleine Kampfmaschine neben mir. Ich traue mich nicht, meine Hände an eine Angel zu legen. Ich habe Angst, dass sie mich dann angreift. Weil ich nicht schnell genug töte. Da ist er auch wieder. Da ist er. Mein Gott, ich will schnell töten, bevor sie uns tötet. Ja. Die macht hier gleich so einen Wirbelwind.
Ja. Und sagt, ey, ich bin nicht der Tank, geh weg. Du bist der Tank. Nein, nicht, nicht hier, Bäumchen hängen. Bauchstich. Und tot. Stirbst du, Fischvisage. Fischvisage. Geil. Das habt ihr davon, dass ihr meine Eltern getötet habt. Das habt ihr davon, dass ihr mir alles genommen habt. Gute Arbeit. Überaus effizientes Töten. Danke. Gut, dass du das beurteilen kannst. Als Achtjährige. Okay. Warum hustet sie? Ich glaube, sie hat sich so ein bisschen wieder gefangen. Okay. Sein Schädel würde sich doch gut als Tasse eignen, nicht wahr? Oder als Tierstück auf dem Kaminsims. Typische Vorteile der Achtjährigen. Well. I can hide in the dark. Oh, dieser Kopf ist ekliger, als ich erwartet hätte. Ihr könnt ihn behalten. Ihr wart viel nützlicher, als ich anfangs erwartet habe. Bitteschön. Schön, elterngerecht, Fische getötet, mehr Fische getötet, den größten Fisch getötet. War ein guter Tag. Ich glaube, ich gehe mal was verbrennen. Die beste Quest des Spiels. Aber die beste Quest des Spiels. Ich werde angegriffen. Oh mein Gott, der Fischmann greift mich an. Helft Alicia beim Abschied nehmen im lauernden Strudel. Ja, von den Eltern vielleicht oder so. Ach so. Wir kriegen jetzt auch gerade die Schulterklappen in Erwachsenengröße. Bringt mich zum Haus meiner Eltern. Wir müssen Dinge verbrennen. Wir haben Dinge zu verbrennen. Oh mein Gott. Okay. Oh. Dafür, also ohne Scheiß, dafür lohnt es sich, die Nebenquests zu spielen. Ja. Genau für solche Momente. Weil das sind halt diese kleinen Story-Momente, die man sonst nicht hat. Oh. Okay, lass uns Dinge verbrennen. Dann verbrennen wir jetzt noch Dinge. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt genau hier anstellen. Ah, das ist die kleine Hütte, wo der Teddy drin war, ne? Ja. Wo bist du hin? Hier. Okay. Ich habe ein paar Sachen aus dem Haus geholt, um sie in Gedenken an meine Eltern zu verbrennen. Normalerweise verbrennen wir alle Habseligkeiten der Toten, doch sie sind alles, was mir geblieben ist. No. Oh. Okay, also anzünden. Elendige Fischmenschen, sie haben mir alles genommen. Wie auch immer, ihr könnt mich jetzt zum Waisenhaus zurückbringen. Okay. Was war das für ein Icarus-Countdown? Ich dachte auch gerade. Irgendwas kommt da raus, ne? Ja. Hier gibt es nichts mehr für mich. Oh. Okay, dann geht's bringen zurück. Wir die Kleine zum Waisenhaus zurück. Das war eine skurrile, lustige Quest. Ja. Und sehr unerwartet. Also ich glaube, da hatten sehr, die Questschreiber wieder ein bisschen Spaß dran. Okay, ignoriere ich. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ja, lass dich bitte nicht ablenken. Wir gehen jetzt zum Waisenhaus. Kein Spiel für mich. Kein Spiel für mich. Fische getötet, Sachen verbrannt. Das war unser... Oh mein Gott, sie hat die Sachen immer noch an. Ich hoffe, die behält die Sachen an. Das wäre so lustig. Oh mein Gott. Danke. Ich werde bei Generalin Stahlstoß ein gutes Wort für euch einlegen. Ich kenne sie ganz gut. Also ich habe sie einmal getroffen. Genauer gesagt habe ich sie auf der Straße gesehen. Aber ich habe wirklich überlegt, sie anzusprechen. Das ist also quasi dasselbe. Ich möchte adoptieren, sie ist so gut. Oh, ist sie gut. Oh, oh mein Gott. Wäre das Elder Scrolls, Elder Scrolls Oblivion, Skyrim, das Kind würde ich adoptieren. Ja, absolut. Ich find's übrigens süß. Guck mal, das Item, was wir kriegen, sind Arati-Schulterklappen in Erwachsenengröße. Ja. Das ist wichtig zu definieren, dass wir nicht die Kindergröße kriegen. Oh mein Gott, ist die Kleine süß. Okay. Das Dilemma eines Waisenkinds. Oh Gott, Besuche in Heilsturz. Schließt die folgenden optionalen Gesichtsstrengen Heilsturz ab. Ja, genau, weil das ist ja eine kleine Mini-Questreihe jetzt gewesen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich den Fisch da drin. Und das Mädchen dem Waisenkind haben wir jetzt geholfen. Und das ist ja dann dieser Erfolg, an dem wir uns dann später nochmal langhangeln werden, so als kleiner Mini-Reminder.
Gott, wie schön. Oh Gott. Ja, ich finde, das war eine fantastische, völlig unerwartet. Hast du gesehen, ja, dass es noch einen Dialog gab zwischen dem Eigentümer, ja, vom Waisenhaus und ihr? Ja, ich bin wieder zurück. Man hätte von gerecht, wie versprochen. Ich gehe dann mal ins Bett. Ja, was zur Hölle? Wie tief und entspannt ist dieses Kind? Aber auch er dann von wegen, so von wegen, vielen Dank, ja, dass mit Alisa zu mir leidet, verlust ist noch frisch. Aber okay, es ist, finde ich, völlig in Ordnung, dass wir sie mitgenommen haben, um Fischmenschen umzubringen. Okay. Okay. Sehr schön. Also, wir haben gute Dinge getan. Nachdem, ja, wir einem Fisch geholfen haben, haben wir nun auch einem Kind geholfen. Ja, und es war nicht tot. Es war nicht tot. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, es kommt raus, dass sie tot ist und wir nur noch im Geist sozusagen den letzten Wunsch erfüllen. Sie war ja auch sehr transparent, muss man sagen, am, ja, Anfang durch den kleinen, ja, Bug. Und sie hat in fremden Zungen gesprochen. Das auch. Na? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und tötet Fischmenschen für die Kinder. Und danach alles anzünden. Ciao! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!